Hier mal ein kurzes Review-Video zur Magnetic Wireless Car Charging Mount Adapter, eben von hier der Marke Hattalkin. Und das ist quasi hier ein Produkt, wo man jetzt, wie man hier sieht, sein Handy eben mit MagSafe, also jetzt hier explizit ein iPhone 12 mit MagSafe oder auch neuer eben, also es geht auch mit dem iPhone 13, 13 Pro oder 13 Mini, könnt ihr einfach euer Smartphone hier im Auto entspannt befestigen und dann eben hier mit Magneten befestigen und auch halten lassen. Und die ist jetzt hier seit Dezember 2021 im Einsatz und quasi jetzt im April 2022 knapp 5 Monate, und das funktioniert ausgesprochen gut aus meiner Sicht. Also es ist sehr, sehr entspannt, wenn man hier so eine Halterung hat, weil da ist quasi nichts Mechanisches dran, was hätte oder was könnte kaputt gehen. Weil es gibt teilweise auch welche mit Motoren rechts und links, und da muss ich aus persönlicher Erfahrung eben sagen, dass die dann teilweise mit der Zeit kaputt gehen oder der Sensor nicht mehr richtig funktioniert. Und das hier ist quasi ohne Probleme bisher jetzt im Einsatz. Und wie man eben sieht, hier gibt es dann auch diverse Adapter, eben auch zum Beispiel für das CD-Fach bei euch im Auto. Hier jetzt bei einem Audi A3. Und dann kann man da einfach das Handy mit Magnet einfach befestigen. Und der weitere Vorteil, die diese Halterung jetzt eben hat, hier unten, wie man sieht, ist eben ein USB-C-Kabel angeschlossen. Und das kann man quasi auch abnehmen oder dann jetzt hier wieder anstecken. Und das ist quasi hier am Infotainment-System, hier an der Schaltung quasi nach hinten geführt, und dann kann man hier einfach über diese zwei USB-Adapter eben einmal dieses Ladepad hier einstecken und zum anderen eben auch nicht nur das Ladepad da so betreiben, sondern eben auch hier zum anderen eben so einen Bluetooth-Adapter betreiben über AUX-In, und dann kann man hier am Auto quasi, auch wenn das eigentlich kein Bluetooth hat vom Baujahr her, Radio hören. Und wie man jetzt auch hier sieht, sobald man das Handy dann einsteckt oder da drauf legt, wird es auch geladen, und es funktioniert ausgesprochen gut. Und wenn man so jetzt quasi Langstrecke fährt und hier zum Beispiel, wie jetzt auch gezeigt, Google Maps geöffnet hat, kann man so entspannt quasi sehen, wo man hinfährt, und hat hier quasi auch nicht ablenkend irgendwie Probleme quasi, wenn man immer nach unten schauen muss, wenn man hier das Handy hinlegen würde. Und von daher ist es aus meiner Sicht eine gute Handyhalterung fürs Auto eben und auch eben eine explizit gute für das iPhone. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel kein iPhone habt, es gibt auch solche MagSafe Magnetadapter, die man hinten in die Hülle reinkleben kann. Dann kann man das hier eben auch mit einem Samsung Handy oder mit einem anderen Android Handy eben benutzen oder auch sogar mit einem iPhone 6 bzw. 7 oder SE und so weiter. Ihr müsst dann halt nur darauf achten, dass hier hinten eben diese Halterung gut reinpasst. Je nach Hülle könnte da eventuell zu wenig Platz sein. Das muss man im Testfall eben auch mal prüfen oder testen, und dann wisst ihr das auch. Und so ein Adapter eben zum Einkleben kostet auch keine 5 bis 6 Euro, sowas auf Amazon zum Beispiel. Und das hier soll mal so die kurze Review oder Vorstellung eben gewesen sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne unten in den Kommentarbereich. Und quasi von daher kann man diese Hattalkin Autohalterung eben empfehlen. Und je nachdem, quasi wenn ihr da bis zu 15 Watt reinladen wollt, das geht auf jeden Fall. Nur teilweise, wenn ihr da Langstrecke fahrt und da jetzt eben 10 Stunden lang das Handy gerade dranhängt, dann würde ich eher empfehlen, da hier so einen eher schwacheren Netzteiladapter quasi auf dieses 12 Volt Bordnetz vom Auto zu verwenden, weil wenn ihr da quasi zu viel Watt reinladet, dann wird auch diese Halterung natürlich warm mit der Zeit oder wärmer. Und natürlich im Sommer bei starker Hitzeeinstrahlung natürlich auch nicht optimal für den Akku von eurem iPhone. Da wird der sich auf jeden Fall schneller abnutzen, beziehungsweise das hat leider diesen Nachteil, hat quasi eigentlich jede Handyhalterung, die über Induktion lädt. Und von daher, da könnte man noch vielleicht optimieren, beziehungsweise darauf achten, wenn man da viel Langstrecke fährt und auch diese Halterung da eben plant, dann immer permanent zu verwenden, dass man hier ein schwacheres USB-Netzteil quasi einsteckt oder verwendet eben, dass da nicht die volle 15 Watt immer in den Akku reingedrückt werden, in Anführungszeichen. Genau, und das soll hier mal dieses kurze Review-Video zu diesem Hattalkin Autoadapter eben gewesen sein, oder Handy-Kfz-Halterung, wie man es halt auch nennen möchte. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die gerne unten in den Kommentarbereich, und sonst erstmal ciao, ciao.